Also Atlantis war möglicherweise die höchst entwickelte Entwicklungsform, die es auf unserer Erde gegeben hat. Die atlantische Kultur hat bestanden zwischen 60.000 vor Christus und etwa 9.000 vor Christus. Man hat sehr viel mit Kristallen gearbeitet, mit Licht, sowohl in der Energieversorgung als auch in der Kommunikation, aber auch in den Heilungstechniken. Es war eine bestimmte Gruppe von Heilern, die damals sehr viel feinstofflicher waren als wir heute. Und sie hatten bestimmte Kristalle in den Fingern, in Bergkristalle als Laserkristalle in den Fingern und bestimmte kleinere Bergkristalle in den Handinnenflächen und einen zentralen, meistens bunten Kristall in der Mitte der Handinnenfläche. Und der war wieder identisch mit dem Kristall, den man im dritten Auge hatte. Das Ganze hat dann ausgesehen quasi wie eine Lokomotive. Also oben im dritten Auge der eine Kristall, in beiden Händen die gleichen anderen, dann waren es drei. Und die Atlanter konnten beispielsweise über bestimmte Armhaltungen, die der heiligen Geometrie entsprochen haben, konnten sie Massenheilungen durchführen. So ähnlich wie das der Bruno Gröning in den Jahren bis 1952 am Talerhof in Bayern gemacht hat. Man konnte mit diesen Kristallen quasi auch feinstoffliche Operationen durchführen. Eine bestimmte Gruppe der atlantischen Geistheiler konnte das auch am Gehirn, insbesondere am Stammhirn und an den Kleinhirnhälften, wo alte karmische Probleme und Selbstzerstörungsprogramme gespeichert sind. Also Kristalle heiße ich die Engel der Erde. Sie sind in ihrem Schwingungsbandbreite mit nichts zu vergleichen. Sie gehen außerordentlich hoch hinauf in der Schwingungsfrequenz und auch weit hinunter. Sie haben eine außergewöhnlich enge Verbindung zur Erde, sind aber gleichzeitig auch Träger eingeschlossenen Lichtes. Ganz besonders stark zum Ausdruck kommt das beim Bergkristall und auf der anderen Seite beim schwarzen Turmalin. Der schwarze Turmalin entspricht also einem Licht, das in einem schwarzen, dunklen Umfeld existiert, und der Bergkristall ist Licht, das in einem hellen Umfeld existiert. Beide haben außergewöhnlich breite Anwendungsbereiche. Es geht darum, mit diesen Kristallen ein persönliches Verhältnis herzustellen. Die Huna-Lehre und auch ich und auch das alte atlantische Wissensgut ging davon aus, dass alle Kristalle eigenständige Wesenheiten beinhalten. Und es geht darum, dass es keine tote Materie ist, sondern Schwingung mit einem außergewöhnlichen Potenzial an Informationsspeicherung. Und dass es darum geht, einen persönlichen Kontakt zu diesen Wesenheiten herzustellen. Man heißt das die intuitive Steinheilkunde heute. Und ich habe mich sehr viel damit beschäftigt und auch ein Buch geschrieben, das im April 2008 erscheinen wird im Schirner Verlag unter dem Titel Heilende Kristalle. Da werden sehr viele praktische Beispiele gezeigt, auch in Bildern und Fotos, wie man mit Steinen umgehen kann und wie man sie im täglichen Leben einsetzen kann. Das ist etwas, was auch jemand machen kann, der nicht unbedingt über ein sehr spezielles und spezifisches Wissen über Kristalle verfügt.